Was gegenwärtig beschäftigt eure Community? Wenig das, worüber wir bis jetzt gerade gesprochen haben, sondern mehr das Thema, also ja, im letzten Jahr habe ich ja gesagt, ne, alle wollten an die Kapitalmärkte. Wie lege ich los? Wie werde ich schnell reich? Was ist mit Tesla und so weiter? Das waren so die ganz heißen Themen. Ne? Jetzt mittlerweile hat sich das ein bisschen beruhigt. Es gab ja diese Meme-Kanäle, die du auch kennst, ne? Hedgehorning und auf Reddit und so weiter. Und wo ja dann immer diese Sprüche kamen, so Stocks only go up und so weiter. Und jetzt sind wir halt in der Phase, wo Stocks halt nicht nur hochgehen, sondern wo Stocks auch mal im roten Bereich sind. Jetzt müssen wir halt erklären, ja, diese Renditen, die wir gezeigt haben, sind 30-Jahres-Renditen. Mhm. Und 30-Jahres-Renditen machst du halt nicht in 2 Jahren, sondern da gibt es zwischendurch halt mal Durchhängephasen. Und wir hoffen jetzt, aber das ist auch das, was wir ehrlich gesagt sehen, dass viele Leute trotzdem am Kapitalmarkt dabei bleiben, trotzdem weiter langfristig investieren, ihre Portfolios vielleicht ein bisschen vereinfachen. Und dann natürlich auch das Thema Inflation ist natürlich ein riesengroßes Thema. Wir haben zum Beispiel auf unserer Webseite so Möglichkeiten, wo wir halt für verschiedene Finanzprodukte die Renditeentwicklung zeigen und haben da jetzt auch eine Inflationsbereinigung mit reingebaut. Das heißt, du kannst auf so einen Switch drücken und dann wird von deiner Rendite die Inflation abgezogen. Das war in der Vergangenheit komplett vernachlässigbar. Jetzt sind da 10% weg. Also das heißt, ein Produkt, was im Positiven ist, kann jetzt auf einmal negativ sein, ne? Auf Einjahressicht. Und da muss man auch wiederum sagen, das sind auch Luxusprobleme, wenn deine Geldanlage von der Inflation betroffen ist. Aber wir haben auch super viele Leute, die sagen, ich muss jetzt meine Sparquote reduzieren, weil ich nicht mehr so viel sparen kann, weil meine Lebenshaltungskosten steigen. Und das ist so momentan eher die Themen der Zeit. Ja. Und bei dem letzten Punkt will ich gerade mal bleiben. Wie geht ihr mit so einem Thema um? Wie bereitet ihr das auf? Ja. Also wir haben ein Video produziert mit 100 Spartipps. Da haben wir mal die Community gefragt, haben einen Google-Doc gemacht oder eine Form, wo du halt all deine Antworten reinhauen konntest. Wir haben, ich glaube, fast 1000 Antworten gekriegt oder so, haben da die 100 Spartipps destilliert und haben das mal der Community vorgestellt. Das sind dann kleine Sachen oder auch mal größere Sachen. Zum Beispiel? Da fragst du mich Sachen, was dein Kollege mit weniger lang duschen meinte. Okay, Stromanbieter kann man wechseln, kann Marktvergleich machen, zahle ich zu viel oder zu wenig. Ja, wobei Stromanbieter wechseln ist jetzt auch tricky, ne? Weil viele vom Markt verschwinden. Sind. Ja, genau, die ganz günstigen Discounter. Genau. Ja, aber trotzdem sollte man hinschauen. Genau, immer noch. Ich bin ein großer Fan von Budgetieren. Ich liebe es, mich mit meinen Finanzen zu beschäftigen und habe dann halt so Budget-Apps oder sowas, was ich dann benutze, um halt zu gucken, okay, wie entwickeln sich gewisse Ausgaben. Ansonsten habe ich sie jetzt spontan leider nicht mehr alle im Kopf. Gut, auch bei Finanzprodukten muss man einen Kostenvergleich machen. Absolut. Also zum Beispiel bei Kreditkarten fällt mir das immer wieder auf, was es da für Spannen und für Unterschiede gibt. Ja. Da gibt es zum einen Kreditkarten, wo dir teilweise 1% des Umsatzes zurücküberwiesen wird und andere streichen das ein und haben vielleicht sogar noch einen hohen Beitrag. Ja. Also vergleichen hilft schon, da spart man schon Geld. Also das wäre so was ganz Konkretes, wo er sagt, genau, also Finanzprodukte, wir sparen ein. Klar, Finanzprodukte vergleichen, ganz klar. Versuchen, aus den Schulden irgendwie rauszukommen. Ne? Das sind natürlich auch immer große Themen. Gerade ein Dispo-Kredit oder sowas, wir sagen halt immer. Zum Beispiel im letzten Jahr war es sehr schwierig, den Leuten verständlich zu machen. Wenn du mit deinen Finanzen loslegst, ist der erste Schritt, den sogenannten Notgroschen aufzubauen. Das sind 3 bis 4 Netto-Monatsgehälter, die du einfach auf die Seite legst und dann sagen die, ist ja blöd, auf der Seite liegen, kann ich es ja nicht investieren, mache ich keine Rendite mit, was soll das? Das ist verschwendetes Geld. Heute wird es den Leuten ein bisschen besser verständlich, wenn sie diesen Notgroschen nämlich nicht haben, kommst du ins Giro, also in den Dispo-Kredit rein und der ist dann mal locker 12% oder so. Und ja, das, klar. Und man, das merkt man direkt. Ja, wenn man jetzt überlegt, okay, du hast plötzlich eine höhere Abschlagszahlung für die Nebenkosten zu leisten und gleichzeitig geht der Kühlschrank noch kaputt. So, und dann hast du ein Problem, wenn du nicht ein paar Rücklagen gebildet hast. Ja. Man sagt das immer so leicht, bildet Rücklagen. Ne? Wenn du von deinem Nettoeinkommen schon so viel abgeben und zahlen musst, und das Nettoeinkommen im Vergleich zum Brutto auch schmal ist, weil der Staat leider so viel Steuern und kalte Sozialabgaben fordert. Genau. Ja, richtig, genau. Deshalb will ich ja die kalte Progression nächstes Jahr angehen, damit es nicht noch automatische Steuererhöhungen gibt. Da sagt man immer so leicht, bildet Rücklagen. Aber auch wenn es manchem schwerfällt, man beginnt ja mit dem Aufbau einer Rücklage auch schon, wenn man jeden Monat 20 Euro zur Seite legt. Das sind nach Adam Riese in einem Jahr auch schon 240 Euro. Und man muss es jedenfalls tun. Das gehört auch, finde ich, zur finanziellen Bildung dazu, sich
um eine gewisse Unabhängigkeit von Schwankungen oder Schicksalsschlägen zu bemühen. Ja, und ein kleiner Trick dabei ist halt einfach automatisieren. Ne? Also nicht jeden Monat sagen, ja gut, ich warte jetzt, was am Ende des Monats übrig ist, sondern dann, wenn das Geld aufs Konto kommt, direkt den Dauerauftrag ansetzen. Also ich kriege immer am Anfang des Monats mein Geld oder so, Dauerauftrag einrichten auf ein separates Tagesgeldkonto und so, bis das voll ist, Haken dran und dann erst ins Depot. Das ist wie die Mietzahlung. Also ich meine, am Anfang muss man erstmal das erste Mal seine Miete bezahlen, zweites Mal seine Miete bezahlen, irgendwann spätestens am dritten, vierten Mal macht man einen Dauerauftrag und dann vergisst man es. Also das Geld ist einfach weg oder beziehungsweise nie da. Diese finanzielle Bildung ist eigentlich fast ein Stück Lebensberatung. CL Plus, der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen.